Die kommen dann her und nehmen sich irgendwelche, die nehmen sich deine Schulden, die du hast. Wenn ich es nicht bezahle, aber ich regel das ja. Komm, wie willst du das regeln? Du hast überhaupt nichts im Griff. Wenn das Mike und Miller mitkriegen, bist du hier sofort raus. Ja. Aber hier gibt's nichts zu sehen. Aber hier, mein neues T-Shirt ist da. Ui. Ich hole das direkt an. Yes. Und zwei Briefe. Okay, wir gehen. Lenny? Lenny, das sind nicht nur zwei Briefe. Hä? Heute ist der letzte Schultag. Das sind unsere Zeugnisse. Ich hab ein bisschen Angst. Mhm. Okay, machst du zuerst auf? Mach du zuerst auf. Wollen wir gleichzeitig? Okay, komm, 1, 2, 3. Aber wo steht denn ganz. Achso, ganz. Wo steht denn das? Lennart Meyer. Ich wurde in die 12. Klasse versetzt. Ich bin in die 12. Klasse versetzt. Wir wurden in die 12. Klasse versetzt. Oh mein Gott, wer hätte das gedacht, Alter? Also ich nicht. Wie viele Fehltage hast du? Ich hab safe weniger als du. Auch wenn es nicht. 34? Okay, 5 weniger. Ich hab 29. Aber was hast du in Musik? Eine 2? Warum habe ich eine 3? Ich bin musikalisch begabt. Ja, danke schön. Das krass. Ich bin richtig stolz auf uns. Ich auch. Wir müssen das feiern. Ja, safe. Wir machen Party. Wow. Da wollte Frau Emily safe nicht gerne unterschreiben. Warum habe ich eine 5 in Geschichte? Hey, du. Moin. Hi. Hi. Ich habe jetzt einen Zahnarzt zu mir. Aha. Und dann. Oh. Ja. Ah, wieder für dich was? Ja, nur ein T-Shirt. Okay, weil schon jetzt der halbe Container unten mit deinen Pappkartons voll ist, ne? Weil du dir immer wieder neue Sachen bestellst, obwohl du keine Miete zahlst. Ja, und wir wollten ja auch nicht mehr so gegeneinander schießen, sondern irgendwie ein bisschen Love, Peace and Harmony in dieser Familie. Du musst zum Zahnarzt, hast du gesagt, oder? Dein Zeugnis ist das, oder? Ja, ja, aber deine Zähne sind ja ein bisschen wichtiger als das hier, ne? Ich denke nicht, ne? Doch, du kommst langsam in das Alter, wo das so ist. Ich zeig's dir danach, okay? Du wirst dich drum herum. Ich weiß, deswegen. Ich hab eh verloren. Ja. 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 Und die Misere mache ich hier noch weg. Alles cool? Mhm. Tschüss. Ciao. Ja, los, ja. Irgendwie hat Miller schon ein bisschen recht, dass Lennart das mit der Kohle gerade ein bisschen krachen lässt. Aber die Party wegen unseren Zeugnissen haben wir uns heute echt verdient. 2 Stück direkt. Da kenne ich nichts. Warum muss ich den Beutel tragen? Lass mich mal das tragen. Nein, hallo. Niemals. Das ist wie im Club. Man will die Flasche tragen und nicht den Beutel. Ja, Mann, komm, beschwer dich nicht. Mann, aber warte, mach mal ein paar Bilder. Mach mal ein paar Bilder für Amin. Bilder? Ja, mach mal ein paar Bilder von mir. Ist den prahlen, oder? Nee. Mach mal. Sie durchhalten so? Ich kann ihn nicht hören, zu viel Champagner. Ah, jetzt mal Spaß bei Scheiße, also. Was denn? Was ist denn, wieso, also. Wo holst du das Geld her, Digga? Du gehst zur Schule. Entspann dich, das ist doch nur Champagner vom Schwedi. Ja, aber hier mich einladen, hier neuesten Klamotten, ne? Digga, das muss ja irgendwo herkommen. Warte, willst du dich gerade beschweren, dass ich hier den Bums besorgt habe mit der Putzfrau Lola? Ich möchte mich nicht. Ja, ja. Siehst du denn auch noch so ein Ding? Putzfrau Lola, ja? Das verstehe ich nicht. Also, wo kommt das Geld her? Ist ja nicht billig. Ja, natürlich nicht. Ich erkläre dir meine Art und Weise. Du drückst auf jetzt kaufen und später bezahlen. Weißt du? Also Ratenkäufe oder was? Ja, genau. Ja, Bro. Hä? Was denn? Und wie willst du das dann bezahlen? Du musst es ja trotzdem irgendwann bezahlen. Ja, aber irgendwann und irgendwann ist nicht jetzt. Und deswegen genieß mir einfach den Moment und entspann dich mal. Relax mal ein bisschen. Bro, du bist mir nicht unwichtig, verstehst du? Irgendwann kommt halt auch irgendwann, verstehst du? Und das Ding ist, ich weiß nicht, ob du dir darüber Gedanken machst, aber irgendwann f*** dich, verstehst du? Okay, willst du mich jetzt küssen oder was? Nein. Ja, also, sollen wir jetzt die Korken klein lassen? Bro, mach dir einfach ordentlich Gedanken darüber. Ja, mache ich. Ja, glaube ich eben nicht. Ja, ab geht's, Mann. Wie war's? Schmerzen gehabt? Nö, es wurde nicht geboten mit Zahnreinigung. Deswegen habe ich keine Schmerzen und deswegen habe ich nicht vergessen, dass du dein Zeugnis bekommen hast. Wo ist es? Zimmer. Und ich hätte dir sowieso keine Schmerzen gewünscht. Vor allem keine Zahnschmerzen, das wäre pervers. Das linke obere Exemplar bitte einmal. Mhm. Ja, ist doch voll gut. Oder? Schön, wenn ich das so sage, aber das hätte ich jetzt nicht bei dir gedacht, ne, bei den ganzen Fehltagen. Ich weiß. Du bist sogar versetzt worden, du kommst in die 12.
Ein Schritt näher am Abi. Ja, ich, ja, das ist geil, ne? Ja. Hallo, ich habe hier einen persönlichen Brief für Lennart Meyer. Okay, würde ich einfach annehmen, wenn es... Alles klar, dann einmal hier unterschreiben dann. Das ist wirklich für Herrn Meyer? Ja. Okay. Brauche ich nur eine Unterschrift dann. Ist das okay? Okay, cool. Alles klar. Ciao. Okay. Ciao. Wie war das? Nachbar. Ich frage, wo seine Katze ist. Okay. Auch nicht. Bestimmt nicht hier. Nee, wie gesagt, nächstes Jahr bitte nicht so viele Fehltage haben, ne? Ich meine, Lennart hat dich auch sehr oft zum Blaumachen überredet. Ja. Wird nächstes Jahr dann nicht. Ich muss extrem dringend pinkeln. Gut. Kann ich? Ich will, dass das so alles so bleibt jetzt, ja? Auch die gute Stimmung. Wenn Mike wieder da ist, bleibt das auch. Ja. Gut. Versprochen. Ich weiß, man soll eigentlich keine fremden Briefe aufmachen. Aber ich habe gerade einfach ein richtig mieses Gefühl. Vom Amtsgericht? Mann, Lennart. Mahnbescheid? Ich fasse es nicht. Heute Morgen nehme ich Lennart noch vor Miller in Schutz und jetzt erfahre ich, dass er richtig tief in der Scheiße steckt? Was machen wir denn jetzt? Was ist hier los? Die läuft ja doch gar keine Musik. Ich hab Champagner. Guck, du willst eine Flasche Champagner? Ich hab eine Flasche Champagner. Nein, die anderen! Ich kann nicht mehr! Hey! Und die Gläser! Gib mir auch einen, Herr Hussein, auf den Tisch, ich zahle gar nichts! Hey! Oh, nicht, dass man meine Platte sieht. Könnt ihr, Malte, guck, nimm die Champagnerflasche, lass mal. Ihr müsst gehen! Hallo! Ja. Verpiss dich jetzt! Die Party fällt aus, raus jetzt! Das hätte man theoretisch auch ein bisschen freundlicher sagen können. Kannst du bitte einfach gehen? Danke! Er ist doch gerade gekommen. Ist mir scheißegal! Wird das eine Überraschungsparty? Was war das jetzt? Komm mit. Kannst du mir erklären, was das ist? Nein, weil ich kann nicht durch Papier gucken. Amtsgericht? Die ganzen Sachen, die du gekauft hast. Hast du die bezahlt? Noch nicht. Aha. Mann, du hast ein Inkasso-Unternehmen am Arsch. Die Scheiße ist richtig dolle am Brennen. Ja. Hast du irgendwie Mahnbescheid? Ich habe mich mal ein bisschen clever gemacht, was das heißt. Das heißt, das ist nicht der erste Brief, den du bekommen hast. Hast du ein paar E-Mails? Irgendwelche anderen Briefe oder sowas? Ich habe zu viele E-Mails. Wer checkt denn heutzutage noch seine E-Mails? Da kriegst du diese scheiß Werbung und dann noch irgendwelche... Mahnungen? Versandsbestätigung eigentlich. Du, guck mal. 24.07. Das ist in 14 Tagen. Da musst du 3.098 Euro bezahlen. Und wenn das nicht passiert, dann gibt's eine... Wenn es nicht passiert, aber ich... Die kommen dann her und nehmen sich irgendwelche... Die nehmen sich deine Schulden, die du hast. Wenn ich es nicht bezahle, aber ich regel das ja. Komm, wie willst du das regeln? Du hast überhaupt nichts im Griff. Wenn das Mike und Miller mitkriegen, bist du hier sofort raus. Ja, das ist gefundenes Fressen für Mike. Ich hab alles im Griff. Guck mal, wir haben Champagner. Ich seh, wie du alles... Wir haben Champagner. Champagner, die du nur eigentlich gar nicht leisten kannst, ja? Muss ich brauche frische Luft, wirklich. Dass du mich in so eine Scheiße reinreitest, finde ich richtig beschissen von dir. Ich fühle mich einfach maximal verarscht von ihm. Er kann doch nicht so tun, als wüsste er nicht, dass ihm das Wasser bis hier steht. Also ja klar, er war blöd genug, die ganze Zeit irgendwelche Klamotten zu bestellen und was weiß ich nicht alles. Aber er kann doch nicht wirklich blöd genug sein, also so blöd sein, dass er dann nicht merkt oder ihm nicht einfällt, so von wegen, oh, ich könnte ja Schulden davon bekommen. So, wisst ihr, was ich meine? Voll. Ich bin da absolut bei dir. Das danke. Ist also ich kann danke. Das schon ein bisschen. Also ich, klar, ich weiß, was er gemacht hat. So. Aber ich damals mit Momos Geld, das
haben wir halt auch gefunden. Das war doch was komplett anderes. Das kannst du doch nicht vergleichen. Ja, aber du wolltest es auch ausgeben. Ja, aber wir hatten Geld. Auch wenn es nicht unser Geld war, aber wir hatten Geld. Hey, scheiß mal darauf. Fakt ist, danach wurdet ihr entführt, okay? Wir wussten, was wir danach hatten. Aber ich weiß, wie das Gefühl ist, wenn man halt einfach Geld hat, was man ausgeben kann und auf einmal, so wie zum Beispiel für Luna. Lindy, Konsequenzen. Ja, genau, Digga. Und so weitsichtig ist er nicht. Und das nervt mich. Und am meisten nervt mich, dass wegen der Scheißaktion er vielleicht einfach aus der Wohnung rausfliegt. Mike wartet doch nur auf einen Grund, um ihn rausschmeißen zu können. Und letzte Woche wäre es fast passiert. Und wenn das rauskommt, ja, ciao. Dann ciao. Lennart, wirklich, er kann so glücklich sein, dass ich den Postboten abgefangen habe und nicht Miller. Vielleicht solltest du aber gerade deswegen mit Miller reden. Weil wenn du mit der Wahrheit kommst, ist das besser, als wenn sie selbst rausfindet. Und vielleicht nicht ganz so... Nee, der hat Scheiße gebaut. Böse sein. Der hat Scheiße gebaut. Zu ihm. Nein, Lynn. Und ich weiß halt nicht, also ja, klar, mit ihr reden wäre vielleicht... Aber an der Grundsituation ändert es ja nicht. Aber vielleicht kann ich dann verhindern, dass er raus... Ich weiß es nicht. Miller ist doch auf deiner Seite, weil du ehrlich warst. Das ist der Fakt. Und weißt du was? Wir gehen jetzt ein Bier holen. Für uns alle. Also nicht eins für alle, sondern alle für einen und alle für alle. Komm. Danke. Ja, Kira. Soll ich den, Schirm halten? Ja. Gut. Danke. Danke fürs, Gespräch. Danke. Ich hab dich erwartet. Mhm. Hey. Und spielst du das? Was? Die Hitze hier drin. Ich helfe dir mal ganz kurz. Mhm. Ja, wegen... Der Sahne? Ups. Der Sahne? Ups. Oh. Lenny, ich... Du willst noch mehr? Nein. Sicher? Wegen mir oder wegen dir? Wegen dir. Und wegen der Sache vorhin. Dass du das so auf die leichte Schulter nimmst, das ist eine richtig ernste Angelegenheit. Ja, ich weiß, ich habe wieder Mist gebaut. Ja. Aber es ging alles immer so schnell mit diesen Ratenkäufen. Das war einfach nur ein Klick und dann wurde das schon versandt. Und irgendwann wurde ich auch süchtig, vielleicht. Das ist krankhaft. Ja, ein bisschen, aber... Ich will einfach, du weißt, dass ich dich liebe. Ich habe mir sogar deinen Namen auf dem Körper verewigt. Nein, für unsere ewige. Ja, ganz kurz, lass den Moment. Bei meinem Herzen, weil du da bist. An der Rippe. In der Nähe. Das weiß ich jetzt schon. Und dann, ja. Dann deine Adoptivmama will auch wissen, was... Ja. Hi. Ja. Das, wieso anklopfen und sowas, ne? Ja. Sonne? Okay. Das war eine Urkunde. Er hat in Sport eine 1 und wir haben Sprint. Er war besser als alle anderen. Moni, wollen wir nachher nochmal telefonieren? Weil ich weiß ja, du bist ja nicht ganz so lange wach. Deswegen würde ich dich einfach anrufen. In Sport. Cool. Der kommt weg. Den versteckst du irgendwo. Ich will den heute nicht mehr wiedersehen. Machen wir. Danach. Also. Sahne. Du bist die Beste. Warum? Hättest du nicht so schnell reagiert, dann hätte Miller den Brief gefunden. Hm. Ich wollte halt einfach nicht, dass du rausfliegst. Hm. Aber weißt du, wie kurz davor du eigentlich davon bist? Wenn das alles rauskommt, Michael Miller Wind davon kriegen. Wenn du die Kohle, also wenn wir die Kohle nicht auftreiben, dann wird es safe zu so einem Zwangsvollzug oder irgendwas kommen. Dann kommt hier so ein Gerichtsdude an und versucht dann irgendwelche... Wenn du halt die Kohle nicht auftreiben kannst, dann wird er irgendwelche anderen Sachen dafür nehmen, um deine Schulden halt zu begleichen, oder? Mhm. Und spätestens dann wissen Mike und Miller Bescheid und du musst wirklich endgültig gehen. Und dann muss ich halt die Kohle einfach auftreiben. Ja, aber denk noch mal an die Frist. 15, 16 Tage? 2 Wochen. 2 Wochen für über 3.000 Euro. Jupp. Du müsstest mir mal bitte einen Gefallen tun, du müsstest dich mal bitte ganz schick anziehen. Mann, ich will dich heiraten, verdammte Axt, ey.
Hör auf, jetzt so einen Spaß zu machen. Guckst du mich mal bitte an, wie ich aussehe? Denkst du, ich mache Witze oder was? Ich werde dir sagen wollen, dass du jetzt in der Ferien Englischnachhilfe kriegst. Ja, von wem? It's very easy. Boah, krass, ich hab gerade überhaupt gar keinen Plan, was da steht. Müller hatte mal irgendwann vor langer Zeit ein Konto für mich angelegt. Ja, aber wir brauchen noch Müllers Unterschrift. Richtig, und die ist hier drauf. Hi. Weil du das ja jetzt alles spenden willst, bin ich auch noch mal über meine Klamotten rübergegangen. Die Hose habe ich angehabt, da war ich so alt wie du. Krass. Ja. Oh, nee.